Läuft, ja? Ja. Du hast einen Ohrhörer noch nicht drauf. Ist ein höllischer Krach, warten wir noch ein bisschen. So, Sie können vorbeigehen. Hallo. Er gilt als ungeheuer, na, ich will mal sagen, gestylt, arrogant, grässlich auf jeden Fall. Ich kenne ihn nicht, ich habe ihn nie gesehen, denn er hat seit über einem Jahr... Hallo, er gilt als ziemlich gestylt, arrogant, will ich mal sagen. Ich weiß es nicht genau, ich kenne ihn nicht. Andere sagen, er sei ganz nett. Er hat auf jeden Fall seit, ich glaube, über einem Jahr überhaupt mit keinem Journalisten mehr gesprochen. Ich weiß nur, er ist zurzeit hier drin. Er macht eine Kur, weil er ein bisschen zu viel getrunken hat. Mal sehen, wie tief ich mit ihm tauchen kann. Hallo, er gilt als ziemlich zugeknöpft, sogar als gestylt arrogant, will ich mal sagen. Ich habe ihn nie getroffen, weil er seit, ich glaube, über einem Jahr nie ein Interview gegeben hat. Er hat nie einen Journalisten gesehen. Ich weiß nur, er ist gerade hier in diesem Haus zur Kur, weil er ein bisschen zu viel getrunken hat. Ich will mal sehen, wie tief man mit ihm tauchen kann. Kann noch nicht. Ja. Hallo. Er gilt als ganz schwierig, sozusagen gestylt, arrogant. Ich habe ihn nie kennengelernt, ich weiß es nicht genau, weil er seit, ich glaube, über einem Jahr überhaupt keinen Journalisten mehr getroffen hat, geschweige denn ein Interview gegeben hätte. Ich weiß nur, hier in diesem Hotel wohnt er zurzeit, weil er ein bisschen Probleme hatte mit dem Alkohol. Mal sehen, wie tief ich mit ihm tauchen kann. Ja. Oh, mir steht das Wasser bis zum Hals und dir bis über den Kopf. Genau. Sag mal, du hast ja Interviews, ne? Du findest es absolut grässlich, oder? Also im Swimmingpool nicht. Da hast du schon mal eins gegeben im Swimmingpool? Nee, eigentlich nicht, ne. Also ist eine Weltpremiere jetzt? In meinem früheren Leben war ich mal Sportler und da musste ich also so viele Interviews im Swimmingpool geben, dass ich mir für meine Künstlerlaufbahn vorgenommen habe. Der Film war mit Nero, ne, wo du aufgetreten bist, oder? Meinst du den, wo so meine wirklichen Stärken so rauskamen? Ja, genau. Meine Hüften, meine Lippen, meine langen, langen Beine. Nee, in meinem früheren Leben war ich ja Sportler und nachdem ich da viele Interviews an der Wasseroberfläche geben musste, habe ich mir dann für mein nächstes Leben vorgenommen, Interviews prinzipiell nur mehr unter Wasser zu geben. Und jetzt gehst du aber tiefer? Jetzt gehe ich tief rein. Du bist tiefsinnig. Immer dasselbe mit den Wienern, gell? Immer wollen sie so tiefsinnig sein. Ja, du bist doch tiefsinnig. Nee, ich bin Rolex-Träger. Kriegst du dafür auch Geld, dass du den Namen jetzt nennst? Noch nicht. Noch nicht? Aber wir arbeiten dran. Welchen Namen müsstest du denn jetzt nennen, um Geld zu kriegen? Also da würde ich anfangen bei der Firma Adidas. Ja, gut. Dann, jetzt musst du drei Stück nennen, kriegen wir es juristisch durch. Drei Stück, also aber keine Konkurrenz. Nein. Ne? Ja, gut, jetzt die anderen. Na, dann nehmen wir Adidas, im Haar trage ich Vella und in der Garderobe steht der Louis Vuitton-Koffer. Und wenn ich schon fremd gehe, dann gleich mit der Mutter meines Kindes. Aha, oh, du gehst überhaupt nicht mehr fremd? Na, erstens bin ich nie fremd gegangen, sondern war ich immer dort bekannt, wo ich hinkam. Mhm. Zumindest, es war an vielen Orten ein nachhaltiger Eindruck, wurde mir versichert, ja. Nachhaltig? Nachhaltig, ja. Hast du noch mehrere Kinder außer der einen? Bis der jetzt Katharina? Ist mir nichts bekannt, aber ich hätte gerne schon mehr. Ja, stimmt. Ist das wahr? Ja, ja. Aber ich glaube, du liebst deine kleine Tochter sehr. Die ist 2 Jahre alt, ne? 2 und hat eine beschwingte Zukunft vor sich, glaube ich, ja. Was für eine? Ja, also jetzt zum letzten Geburtstag sagte sie mir, das mit dem Sportwagen möchte sie sich noch überlegen, weil sie würde also noch gerne ein paar Jahre sparen und dann vielleicht gleich das Learjet oder so. Mhm. Ja. Und dann bei uns, das Osterfest wird ja mit Osterhasen gemacht bei uns, ne? Mhm, da sagte ich, also Katharina, wo ist dein Helikopter? Da sagte sie, du, den hat mein Freund zu Bruch gefahren, aber mach dir keine Sorge, ich habe schon Schluss gemacht mit ihm. Super. Ja, und mit wem hast du gerade Schluss gemacht, Falco?
Ich habe mit gar nichts Schluss gemacht. Ich habe nur ein Jahr pausiert, weil 85, 86 wirklich stark war. Zu stark, meines Erachtens. Das war gut für deinen Bankdirektor das Jahr, ne? Das war ausgezeichnet für meinen Bankdirektor. Ich bin also in der Zwischenzeit auch stolzer Besitzer eines Penthouses geworden. Aha. Muss man den anderen Verlag auch nennen, ne? Ja, bitte, jetzt musst du den aber. Mal, jetzt hast du drei Marken genannt von Rolex, ich weiß nicht was. Jetzt musst du sagen, ob es stimmt, dass du 70 Millionen eingenommen hast. Es handelt im letzten Jahr durch Amadeus. Nee, habe ich nicht. Hätte ich gerne. So, 69. Nee, nicht mal 35 nach der Steuer. Ja, ne? Na, das ist dasselbe. Wie viel Steuer zahlst du in Österreich? Wir zahlen 62%. Oh, Wahnsinn. Ja. Und du kannst ja noch leisten, hier eine Badehose zu kaufen und ins Schwimmbad zu gehen. Gerade das kann ich mir noch leisten. Ja, Falco, hör mal, alle Leute halten dich für so schrecklich arrogant und aufgeregt. Eigentlich bist du ganz nett. Also du sagst mir etwas, was ich eigentlich seit langer Zeit schon nicht mehr gehört habe. Was ja eigentlich nur dafür spricht, dass du wenig für Jugendmagazine arbeitest, ne? Richtig, stimmt. Nee, also arrogant, ich habe also nie da große Probleme gehabt mit meiner Selbsteinschätzung, weil ich also von Anfang an dachte, entweder ihr nehmt mich so, wie ich bin, oder ihr nehmt mich eben nicht. Habe also nie versucht, mich so im Stil der 60er Schlager-Ära in deutschen Landen, Liebe, Hiebe, Schmerz, Herz, Triebe und so, besonders familienfreundlich oder abendprogrammfähig zu gestalten. Ich bin kein Schmusetyp, aber ich tue es hin und wieder schon ganz gern. Das Schmusen? Ja, das Schmusen, ja. Aber nicht in deinen Text, die sind zum nicht Teil in sehr Texten. Unverschämt. Wobei ich aber auch sagen muss, warum sollte man eigentlich das Wort Liebe in deutschen Texten nicht mal wirklich so aussprechen, in der Bedeutung, die sie eigentlich hat. Es hat also in den letzten Jahren immer wieder, da hat es bei solchen Worten gab es immer den großen Krampf. Bei mir, weil ich also sehr aus dieser Eumig-Generation der Schallplattenhörer. Was für eine Generation? Die Eumig-Generation. Was ist das? Na, Eumig waren die ersten Schallplattenspieler, die oben auf so kleinen Röhrenradios oben montiert waren in den 60er Jahren. Nostalgie. Ja, das war also sehr, sehr schlecht besetztes Wort mit Schmus und Kitsch und ich meine, Generationen von deutschsprachigen Sängern haben uns das ja vorexerziert und da hatte ich so ein negatives Bild davon. Ich muss aber sagen, in der Zwischenzeit hat sich das dahingehend verändert, dass ich mir denke, man kann doch die Sachen auch wirklich mal beim Namen nennen, wenn man es einigermaßen geschmackvoll macht und wirklich nicht nur Schmus verzapft. Ja? Aber sag mal, du hast ja eine über eine Vergewaltigung gemacht von einem Mädchen, was in den Wald gezerrt wird. Ja, das hat also ein sehr namhafter deutscher Fernsehjournalist zu einem einmaligen Medienereignis in der Geschichte der deutschsprachigen Schallplatte gemacht. Ich bin ihm sehr dankbar dafür. Wir haben keine Werbeverträge miteinander. Also gut, also der Name wird jetzt nicht genannt. So ist es nicht. Okay. Das war eine sicherlich sehr, sehr einmalige Geschichte, die dann auch eine Fortsetzung gefunden hat. Jetzt kommt übrigens der dritte und letzte Teil von Genie raus und der heißt Das Ende. Du bist ja ganz schön mutig. Ja. Und keiner wird es spielen, öffentlich, oder? Hoffentlich nicht. Das ist eine tolle Werbung, ne? Fantastisch. Aber bevor sie es auf die rote Liste gesetzt haben, wenn man also jetzt den ganzen Genie-Komplex umreißen würde, dann wären wir hier sehr lange im Wasser. Ja? Na, lass uns ruhig ein bisschen verweilen. Da gibt es also sehr viel zu sagen drüber. Das hat auch einige Exposés am Bundesgericht gefüllt, etc. Aber wenn man es so rückwirkend betrachtet, muss man sagen, ich habe nur eines versucht, durchaus spekulativ versucht, durchaus mit der Hysterie gewisser Leute spekulieren. Ich habe nur eins versucht, mein Liebeslied zu machen, das ein bisschen anders ist als bisher über 25, 30 Jahren in der deutschen Schallplattengeschichte der Fall war. Und das hat eigentlich voll funktioniert. Infolgedessen glaube ich auch daran, dass sich die Idee in der Popmusik immer durchsetzen wird. Die Industrie klagt ja, wie schlecht der Popmusik, wie schlecht es dem Geschäft geht und wie sehr die Popmusik am Arsch ist. Ne? Ich sage, nee, überhaupt nicht. Die Idee wird es immer geben. Ne? Aber es ist eine Geschichte aus deinem Leben? Aber nicht im geringsten. Nicht im geringsten. Das ist eine Geschichte aus meinem Wiener Gehirn. Du bist ein sanfter Liebhaber oder wie ist das? Ich bin ein ganz ein stürmischer Liebhaber.
Ist das wahr? Du hast mal gesagt, Wind in den Haaren. Wie genau möchtest Stahl du in der das Hose. Wissen? Sehr genau. Jetzt als was. Wind um die Nase und Stahl in der Hose, ja. Das ist gestohlen, weißt du, das ist von Jack Nicholson aus Zeit der Zärtlichkeit. Pfui, das hast wieder, du nicht gesagt. Ja, besser gut gestohlen als schlecht selbst gemacht. Ne? Ah, das ist wahr. Du bist ein großer Video-Fan und Film-Fan, ne? Ist das wahr? Ja, Fan. Ich denke halt, dass in einem Zeitalter der elektronischen Unterhaltungs- Medien, die Visualität nicht wegzudenken ist, und das hat sich ja bewahrheitet und wird sicherlich immer stärker werden. Ich glaube auch, dass das Schallplattengeschäft eigentlich ein sehr altmodisches ist und dass in den nächsten 10 Jahren sich da einiges verändern wird. Was nur kommt das, dann? Was den Tonträger angeht und was, was den Transport des Mediums angeht. Ne? Sag mal, Falco, bist du ein Falco-Fan? Ja, muss ich wohl. Ne? Ich habe es mir ja so ausgesucht. Das heißt, du bist überhaupt nicht selbstkritisch? Ich bin sehr selbstkritisch. Nur ich könnte mir eigentlich, wenn ich so zurückblicke, die letzten 10 Jahre nicht denken, was ich wesentlich anders gemacht hätte und wesentlich besser gemacht hätte. Es hat sicherlich Sachen gegeben mit Verunglimpfungen von Journalisten oder sonst irgendwas, was man im Nachhinein betrachtet vielleicht nicht als unbedingt professioneller ansehen muss. Aber das gehört dazu, das passiert einem einfach. Aber du bist ganz schön ins Gespräch gekommen dadurch. Ja, aber nicht durch die Verunglimpfungen der Journalisten. Ich bin also vielleicht dadurch ins Gespräch gekommen, dass ich mir nie ein Blatt vor den Mund genommen habe und dass ich immer gesagt habe, Waldheim raus. Du nimmst ja auch jetzt keine Sonnenbrille vors Gesicht. Nee. Aber du hast keine Lust, mir eine runterzuhauen jetzt. Nicht, dass ich darauf stehe, aber das wäre schrecklich. Ich glaube, du stehst drauf. Meinst du? Oh, du kennst mich besser als ich selbst. Du sprichst jetzt derartig an drauf. Sag mal, weißt du, worauf ich Lust hätte, dass du mal eine Sekunde untertauchst? Ja, und dann? Ja, erzählen wir die Sekunden. Ach, du meinst, wie lange ich unten bleibe? Ja. Wollen wir es mal probieren? Bei drei. Findest du das gut? Ja, das finde ich gut. Meine Frisur? Ja, die ist ja schon nass. Da brauchst du keine Pomade mehr. Meine Frisur? Ja, und jetzt? Nee, also ob das mein Arzt erlaubt. Ich bin also hier im Bio-Trainingshotel von Willi Dunkel in Gaza am Kamp. Der Name Nummer 4. Derartig gut betreut. Ich glaube, der erlaubt das nicht. Ja? Aber wir können es ja mal probieren. Tauch mit, halte das Mikrofon nach oben. Ja, gut. Ich bin nicht Schwimmer. Ich werde nur die Sekunden zählen. Okay. Ja, also ja. Auf geht's mit deiner Rolex. Ich blicke auf meine Rolex. Ja, gut. Ja, gar nicht schlecht. Falco unter Wasser, sowas haben wir noch nie gehabt. Eieiei, bravo, sehr gut. Ich mache mich hier zum Idioten gleich. Nee. Super, wie viel war's? Bestimmt eine halbe Minute. Sag mal, wie ist das ein Gefühl, so erfolgreich, so unglaublich berühmt zu sein? Wie ist das, wenn du so über die Straße gehst, alle Teenies laufen hinter dir und sagen, Falco, ein Autogramm. So erfolgreich und so unglaublich. Hör mal, das ist ja, so ist ja das alles nicht. Und ist aber die Wahrheit. Ich glaube, dass ich seitdem es diese berühmte, auflagenstarke deutsche Jugendzeitung gibt, zu der man Bravo schreien und applaudieren kann. Seitdem es die gibt, hat sich ja mit den Lesern dieser Zeitung auch sehr viel verändert. Ich glaube, dass die ganz jungen Leute, sagen wir mal die Kinder, ja, auch bei weitem nicht so blöd sind, wie manche Leute sie gerne hätten oder sonst was. Und dass sich ja niemand mehr auch unter den Kindern erzählen lässt, ja, der verwendet nur rosarotes Toilettenpapier und das interessiert dann vielleicht auch noch jemanden. Also so, ich hab nie den Fehler gemacht, mein Publikum für blöd zu halten. Ja. Infolgedessen glaube ich auch nicht, dass dieser Schmus von Superstar und Weltstar und was weiß ich was für die Leute, muss man zwar eine gewisse Distanz haben und auch eine gewisse Distanz bewahren, aber im Grunde genommen doch noch einer von ihnen sein. Jetzt nicht im Sinne Schulterklopferei oder sonst was, das könnte ich auch nicht, ja. Aber ich stehe auf meine Fans und ich würde also nie sagen, dass es mir peinlich ist, auf der Straße angesprochen zu werden oder sonst was um ein Autogramm oder sonst was, weil immerhin bin ich ja da, das ist ja mein Beruf. Ja. Was liebst du oder wen liebst du wirklich, Falco? Falco, was liebst du wirklich? Falco, was liebst du wirklich? Also, vielleicht klingt es nach Schmus, vielleicht klingt es pathetisch, aber ich glaube dennoch voller Zukunft, dass sich alles zum Guten wenden wird. Oh. Ich glaube an das Gute in den Leuten. Ich glaube, dass es möglich sein muss, miteinander auszukommen. Das beginnt
in der Partnerschaft, das beginnt mit den Leuten, mit denen man beruflich zu tun hat und geht in die Politik weiter, geht über den ganzen Erdball. Wir sind 5 Milliarden Leute hier und irgendwie muss es doch möglich sein, dass wir uns zumindest arrangieren. Das war das Wort zum Sonntag. Ja, mein Gott. Ich habe also 10 Jahre lang ein wirkliches, herrliches Junggesellendasein praktiziert mit allen Optionen und allen Attributen und mit allem, was dazugehört. Habe auch meinen Preis dafür bezahlt. Was denn für einen Preis? Naja, also den Preis, dass man zum Beispiel in der Früh sich Gurken auf die Augen zu legen hat hin und wieder. Und, was bewirken die? Habe ich noch nie gehört, das Rezept. Habe jetzt eben Familie. Bin zwar nicht verheiratet, aber habe Familie. Und sehe, dass das Leben auch noch ganz andere Dimensionen und Qualitäten hat, als nur vor einem Mikrofon zu stehen und zu singen oder irgendwelche Kommentare zur Großwetterlage zu geben. Aber was kommt jetzt? Was kommt dann? Was kommt jetzt? Sepp Herberger, der Trainer der bundesdeutschen Nationalmannschaft, hat auf alle hinterfotzigen Reporterfragen, was er denn so von der Zukunft des bundesdeutschen Fußballs halten möge oder sonst was, immer eine Standardantwort gehabt und der sagte, was wollen Sie? Der Ball ist rund. Und was ist deine Antwort? Was wollen Sie? Die Schallplatte ist rund. Ja, sehr gut. Von der Schaltmann läuft es, Ivo. Sag mal, Falco, jetzt habe ich noch einen Wunsch. Ich möchte ein gemeinsames Foto von dir haben, mit einem Satz an deine Fans in die Kamera. Ein gemeinsames Foto von mir, soll ich mich im Halbkreis aufstellen? Ja, bitte im Halbkreis aufstellen. Da ist die Kamera. So, jetzt das gemeinsame Foto. Abschluss, das war's. Der Satz an die Fans für die Ewigkeit. Der Satz an die Fans, die neue LP kommt bestimmt auf in die... Ab. Jetzt ab. Es ist mir im Halse stecken geblieben. Jetzt runter. Und das war's. Gut. Aber jetzt sag den Satz noch richtig, wie er heißen soll. Ja. Nein, der Junge ist gut. Das war schön. Wir haben alles, was wir wollen. Es ist super. So, mach's doch ein, lässt einfach laufen. Hier stellt sich wieder daher und wir quatschen einfach. Das war doch, bist du zufrieden, ja? Ja. Brauchen wir es gar nicht anzugucken, ne? Nee. Das ist super. Naja, anschauen tun wir es schon. Du läufst, Ivo, ja? Ja. Wie läuft das ab? Was ist jetzt für eine Zeit? Es ist gleich 12. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, deine Tochter, die ist ja jetzt ganz scharf, dich zu sehen. Die tanzt. Die tanzt, ja? Ja, die tanzt. Ja. Ist die einzige, die tanzt. Ich bin ein Vollidiot. Ich kann doch nicht mal vom 2-Meter-Brett springen, da breche ich mir den Hals. Ja. Über einen Reißnagel springen ist für mich schon ein Problem. Ja. Aber weißt du, ich sag mal, der berühmteste Nicht-Tänzer, wer das war? Der Walzerkönig Johann Strauss. Das ist die pure Wahrheit. Ja? Soll ich mal... Wer ist Strauß, ist dann die nächste Frage. Ja. Ja, ja. Bist schön total, dass man es runterlegen kann, Ivo, ja? Drunterlegen. Wen hältst du jetzt hier ohne Ton? Wen hältst du für wirklich bedeutend in deutscher Sprache, in der Popmusik? Du bedeutend eigentlich niemanden. Es gibt schon vereinzelt so Konstantin Wecker zum Beispiel, so Leute, die... Ja, der ist super, das ist doch toll. Die eben unter bedeutend verstehst. Ich meine, bedeutend zur Manifestation des deutschen Lebensgeistes in der Welt, oder was? Nein, die gute Musik machen, gute Texte haben, professionell in ihrer Show sind. So, also da kannst du mal von Falco ausgehen, würde ich sagen. Gut. Weil wirklich, weil wenn du schaust, jetzt Eigenlob stinkt, scheiß der Hund drauf, ist mir wurscht. Also nur wenn du sein, mal, wenn du mal schaust, was also gelungen ist mit dieser Verbindung von Deutsch und Englisch. Amerikanischen Producement eigentlich, englischer Popmusik und wienerischen Lebensgefühl. Ja? So. Und das dann eigentlich rund um die Welt, dann ist damit schon etwas gelungen, was man vielleicht heute noch gar nicht richtig abschätzen kann.